Im Endeffekt habe ich nur versucht, in seine Augen zu gucken und zu sehen, was da ist. Meine Freundin und ich waren in Bergedorf auf einem Konzert. Wir kennen den Sänger, ist ihr Freund. Und nach dem Konzert sind wir nach Hause gefahren. Da haben wir dann schon gesehen, dass es ihm nicht gut ging und er sich ein bisschen an die Brust gefasst hat. Und ja, er war halt auch blass und ein bisschen kaltschweißig. Er hatte dann gesagt, dass er sich ein bisschen hinsetzen will, weil es ihm nicht so gut geht. Und dann sind wir zu ihm hingegangen und ich habe dann seinen Puls versucht zu messen. Und den Puls habe ich am Anfang gar nicht gefühlt. Und dann aber nachher gemerkt, dass er sehr, sehr schnell war. Und ist dann auf dem Weg zur Toilette zusammengebrochen. Natürlich steht man dann erstmal davor und sagt, was mache ich jetzt? Was ist denn jetzt passiert? Die Ärzte haben mir dann berichtet, dass halt eine Lungenembolie und ein Herzaussetzer der Grund war. Dann habe ich erstmal auch noch versucht, stabile Seitenlage zu machen. Das aber nicht funktioniert hat, weil er mir da auch ganz zusammengefallen ist. Und dann habe ich dann im Endeffekt irgendwann auch angefangen, Herzdruckmassage zu machen, bis der Notarzt kam. Wenn man wiederbelebt werden muss, dann heißt das für mich, dass ich ganz kurz tot war, auch wenn es nicht lange war, aber für mich war das tatsächlich eine zweite Geburt, eine neue Chance, quasi mein zweites Leben, mein zweiter Geburtstag. Ich glaube schon, dass wir, dass JP und ich eine spezielle Verbundenheit haben, dass, einfach dadurch, was passiert ist. Und ich bin dankbar, dass er lebt und er ist natürlich auch dankbar, dass ich es gemacht habe. Und wir freuen uns beide, dass wir jetzt so leben können und uns treffen können und ich ihm weiterhin beim Singen zugucken kann.